Wie entfernt man eine Klebefolie? Herzlich willkommen bei selbstklebefolien.com. Mein Name ist Michael Maus. Wenn man eine Klebefolie wieder entfernen möchte, möchte man natürlich die Oberfläche nicht beschädigen, beziehungsweise möchte man so gut wie keine Kleberückstände haben. Nun, das ist schon fast ein Wunschkonzert. Ich zeige Ihnen aber gleich, dass es ganz einfach ist, eine Standard-Klebefolie zu entfernen, ohne große Kleberückstände zu haben. Kleberückstände kann man nach dem Entfernen ganz einfach mit einem alkoholbasierten Reiniger oder Isopropanol ganz einfach entfernen. Okay, ist es denn nun einfach oder ist es nicht einfach? Vielleicht haben Sie schon einmal an einer Bierflasche oder Etikett geknibbelt und das ging schlecht ab. Und an einem anderen Tag ging es einfacher ab. Ja, woran liegt das nun? Bei einer Klebefolie ist es so, an einem kalten Tag zum Beispiel ist es sehr schwierig, etwas abzupiddeln. Wenn Sie die Klebefolie nun mit einem Föhn erwärmen oder aber zum Beispiel im Sommer, ist es viel einfacher, eine Klebefolie zu entfernen. Okay, also wenn man die Klebefolie entfernt, wird der Kleber wieder etwas aktiviert, die Folie wird etwas geschmeidiger und man kann viel einfacher abziehen. Jetzt ist es natürlich noch wichtig, wer zieht ab und wie zieht diese Person ab? Wir werden sehen, dass wenn man in einem Winkel von 90 Grad zum Beispiel zieht, es zu mehr Kleberückständen kommt und die Folie splittern kann, wie wenn man sachte um 180 Grad die Klebefolie entfernt. In dem Video, was ich einblende, sieht man, dass nach dem Entfernen so gut wie keine Kleberückstände hinterlassen sind. Aufgepasst aber bei Hightack-Folien. Hightack-Folien sind vom Kleber her so eingestellt, dass sie unwahrscheinlich stark kleben. Diese haben bis zu dreimal stärkere Klebekraft wie eine normale Klebefolie. Falls Sie sich nicht sicher sind bzw. noch nicht verklebt haben, es gibt Folien, die sind ablösbar. Der ablösbare Kleber bzw. der Kleber ist so eingestellt, dass Sie im Prinzip von einem Zeitraum von der Hersteller 6 bis 8 Monaten leicht abzulösen sind. Nach diesen 6-8 Monaten härtet der Kleber nach und nach immer mehr durch und wird immer permanenter, je nach Hersteller. Das heißt also, wenn man über einen kurzen Zeitraum etwas verklebt, kann man eine ablösbare Klebefolie nehmen, zum Beispiel ein Schaufenster kurz umdekorieren möchte oder auf einem Kraftfahrzeug und das Ganze ganz leicht und schnell wieder abziehen. Die Klebekraft ist übrigens einheitlich auf der ganzen Welt im Prinzip gemessen auf Aluminium bzw. Stahl und nicht auf anderen Oberflächen. Ob nun die alte Oberfläche, die beklebt war, beschädigt wird, hängt nun auch ab, was man abzieht. Es gibt zum Beispiel Möbelhersteller, die haben nur eine ganz feine Schicht Laminat oben auf ihrem Möbel drauf. Sowas um die 5 bis 10 μ, also wirklich ganz, ganz, ganz fein. Und hier ist es schon problematisch, wenn man mit Gewalt drangeht, dass man das Laminat mit abzieht. Bei lackierten Oberflächen kann es auch zu Problemen kommen. Hier auch aufgepasst, besonders bei Kraftfahrzeugen. Wenn ein Kraftfahrzeug nicht fachgerecht lackiert wurde, kann es durchaus dazu kommen, dass man Klarlack mit abzieht. Also ganz wichtig ist, dass die Lackierung natürlich auf dem Fahrzeug hält. Okay, alles in allem kann man sagen, ja, man kann eine Klebefolie wieder entfernen. Man muss allerdings am besten einen warmen Tag abwarten oder aber die Klebefolie leicht erwärmen und etwas sachte mit Verstand an die Angelegenheit drangehen. Und bitte ein bisschen Zeit dafür nehmen, denn das Ganze ist je nach Oberfläche nicht innerhalb von ein paar Sekunden erledigt. Falls Sie Fragen zu Klebefolien haben, dann können Sie die gerne hier unten drunter stellen. Wenn es akut ist, greifen Sie zum Hörer und rufen Sie uns an. Dann abonnieren Sie noch unbedingt diesen Kanal, drücken Sie die Glocke, dann werden Sie jederzeit informiert, wenn ein neues Video am Start ist. Ich bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal bei selbstklebefolien.com.